Hallihallo, meine lieben Nerds, ich bin's wieder, euer Elektro-Informatze. Ja, genau, herzlich willkommen beim Ironman bei Fan Home, Mark 3 bei Fan Home zur Phase 43, 44, 45 und 46. Genau, es geht weiter. Ihr seht, das Video ließ nicht lange auf sich warten. Wer mein letztes Video gesehen hat von den Phasen, heißt. Elektroboy war schön tätig in seinem Urlaub, der morgen zu Ende ist, aber naja, dafür wird nächstes Wochenende cool. Ja, vielleicht erzähle ich euch mal was darüber. Mal gucken, was dieses Wochenende wird. Ja, genau. So, wer bei meinem letzten Video genau aufgepasst hat, weiß ja oder hat ja mitgekriegt, dass es heute was Besonderes gibt. Denn, jetzt nochmal zurückspulen, wer vielleicht dieses Video zum ersten Mal sieht, ist genau ich. Ich tue immer so, wenn ich die Phasen vorstelle, die aktuell sind oder die ich gerade bearbeite, noch einen Blick rückwerfe auf die zukünftige Phase. Also ich stelle mal den Karton vor, den ich gerade bearbeite, und dann halt hier genau. Und genau, wer genau bei weiß, beim letzten Mal, ich habe diesmal ein riesengroßes Paket bekommen. Genau, denn die normale Größe, das ist das Paket, was ich nachher euch noch vorstelle, das ist eigentlich die Standardgröße. Das ist die Standardgröße, die man bekommt. Also das ist das Kleinste. Also kleiner habe ich es bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht. Ja. Genau, das ist jetzt der nächste für das. Das ist der Karton fürs nächste. Guck mal, Ende dieses Videos rein. Genau, nur damit das mal seht. Genau, denn ich habe diesen Karton bekommen. Genau, das ist der Karton für die jetzige Phase. Das ist mein größter. Also ich hatte noch nie so einen großen Karton. Genau, und da gucken wir auch rein. Und ich bin gespannt. Meine Theorie ist auf jeden Fall da. Ja, denn. So, was soll ich jetzt euch erzählen? Genau. Was soll ich jetzt erzählen? Wenn man dieses Abo hat, nach einer bestimmten Anzahl von Lieferungen zusätzliche Geschenke. Genau. Es gab das erste Mal, wenn man das anfängt zu abonnieren, bekommt man ein Poster dazu von dem Ironman Mark III. Drei Stück, glaube ich, oder vier waren das. Genau. Irgendwann bekommt man den Cappy, den Ironman-Schriftzug. Und dann bekommt man ein T-Shirt. Bei dem T-Shirt ist es ein bisschen doof, da man nicht vorausgeben kann, welche Größe man haben möchte. Also ich hatte Größe L und ihr seht selber, L ist auch schon lange nicht mehr. ja, XL ist jetzt angesagt. Genau, ja, das ist das, genau. Und jetzt ist es soweit, die habe ich auch drin, ich habe aber sie noch nicht aufgemacht, denn da seid ihr live dabei. Ist halt, man kommt eine Powerbank, also genau, eine Powerbank mit im Design vom Iron Man Anzug. Genau, man sieht den Arc-Reaktor. Jedenfalls das Foto, das ich kenne, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgemacht. Aber halt, naja. Ja, das machen wir jetzt so. Und wie gesagt, und der Grund, warum dieser Karton so groß ist, ganz einfach. Es gibt zu diesem Ironman Format 3, gibt es auch einen Ständer. Genau. Und ich denke mal, meine Theorie ist, hier ist der Ständer drin. Ich glaube nicht, dass man den Ständer so aus selber zusammenbauen muss. Ich glaube, hier ist der Ständer drin. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen, denn ihr und ich sehen das jetzt zum ersten Mal, was in diesem Karton genau drin ist. Ja. Ich kann es nur wieder mal wieder sagen, wenn euch dieses Video bis jetzt gefällt oder meine Videos gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir, abonniert meinen Kanal. Wie ihr sagt, das Abo läuft. Dieses Langzeitprojekt läuft noch eine Weile. Und ich finde bestimmt, wenn das irgendwo mal enden sollte, ich weiß noch nicht wann, finde ich bestimmt ein neues Langzeitprojekt. Ich habe auch noch Langzeitprojekte in Arbeit, die sind aber noch nicht reif, weil mir da die nötige Hardware verfehlt. Aber das kommt halt noch. Also mir war nicht langweilig, denn Langeweile lese ich nicht in meinem Wortschatz nicht vorhin. Genau, gut, jetzt habe ich hier lange genug gequatscht. Genau, eine Frage am Rand, habt ihr Eternals schon gesehen? Wenn ihr noch nicht gesehen habt, nehmt die Kritik. Ihr wisst selber, die Kritiken sind alle, ich habe ein Video gemacht dazu, könnt ihr mal auf meinem Kanal gucken, was ich zu Eternals sage. Aber ich kann nur sagen, geht ins Kino, schaut ihn euch an. Gebt diesem Film eine Chance, auch wenn viele sagen, er ist nicht. Aber ich finde ihn sehr unterhaltsam und er ist wichtig für die zukünftige Geschichte des MCU. So, nur den noch erzählen. Wie gesagt, denn ich bin selber aufgeregt. Genau. Wir sehen halt, genau, da ist er abgebildet. Ich glaube, der ist hier drinnen. Bauanleitung. Ja, hier ist der Sockel drinnen. Oh, muss man zusammenbauen. Geil. Gut, hat sich das erledigt. Da steht nämlich auch Base Cover, Switch Button, Switch Play, Base Switch. Genau. Genau, also hier die gute Rechnung, wie immer. Man bekommt dann halt wie immer hier. Oh, es geht mal wieder Elektro. Oh, das rechte Bein. Ich denke mal, wir beenden heute das linke Bein. Genau, das ist jetzt so meine Theorie. Denn hier sind schon Sachen drin für das rechte Bein. Nee, fürs linke Bein. Ich glaube, wir beenden das linke Bein und dann, genau.
Ja, das sind die Sachen, die halt, die man bekommt. Ihr seht, pro Woche gibt es eine Ausgabe und dann bekommt man ein so Tütchen. Und wenn man das abonniert hat, bekommt man halt alle 4 Wochen vier Tüten zusammen. Dann bekommt man Jutta 4 Hefte. Hier haben wir die Juten 4 Hefte. Und dann ist es da drin. Genau, das ist. Die habe ich nämlich gar nicht gesehen, wo ich Stippvisite reingemacht habe. Oh, sogar mit Aufbauanleitung. Geil. Fan Home, ihr seid die geilsten. Ja, genau. Gut, es hat sich bestätigt. Es ist der Sockel. Ich packe jetzt erstmal die Hefte zur Seite. Genau. Es ist der Sockel. Premium, der Sockel, Bauanleitung 01. Inklusive Haltestab und Befestigung. Durchmesser 50 cm. Sockel mit Beleuchtung. Genau, Bauanleitung 01. Aha. Ah, der ist noch nicht komplett. Ah, doch. Bauteil dieser Ausgabe. Diese Ausgabe. Also man kann den, baut den Sockel auch zusammen. Super geil. Also ihr seht das. Genau, ihr seht das. Hier, also haben wir heute 2 Sachen zum Zusammenbauen. Oder mehr Sachen zum Zusammenbauen. Geile Sache. Also den Sockel baut man auch. Also hier seht ihr den. So soll der, so steht später der Ironman. Genau, richtig geil. Und da gucken wir jetzt drauf rum. Und dann hast du hier Premium Mark 3 Sockel, Bauanleitung 1. Also es geht weiter. Super Cluster. Und der detailliert auch dieser Sockel. Also das ist in diesem weißen Karton drin. Die machen wir auch gleich auf. Ihr seht, super Cluster, Sockel, geil. Hier ist die Powerbank drin. Da bin ich auch echt gespannt. Genau, jetzt nehmen wir den mal. Oh, der ist echt schwer. Der ist echt schwer, aber der muss auch echt schwer sein. Ihr seht, die mehr sind im Karton drin. So, noch ein bisschen Werbung. Fan Home, Iron Man Mark 3. Wenn ihr den auch haben möchtet, ich in der Videobeschreibung packe ich euch den Link rein, wo ihr diesen Iron Man findet. Genau. Ich habe nämlich erst gedacht, der Sockel, ob man hier selber zusammenbaut. Ich habe erst nicht gedacht, den baut man nicht zusammen. Doch, es ist so. Genau, baut man zusammen. Genau. Gut, aber jetzt erstmal zum Werbeschick. Hier ist die, genau, Powerbank drin, Modell, die JP LP 606090, Polymer-Lithium-Ionen-Batterie-Kapazität 2600 mAh. Genau, das ist er. Made in China, ihr seht, nicht viel, genau. Und da ist er. Sehr schön, USB, Micro-USB-Anschluss und da ist er. Ja, geil, ja, sehr gut. Schönes Cover. Coole Sache, Marvel 2020. Genau, die Powerbank. Seht ihr das? Da ist er. Genau, das ist das nächste Werbegeschenk. Richtig cool. Ich brauche eine, meine letztes Jahr Pandy kommen. Die muss aber auch irgendwo sein. Ja, wie gesagt, das ist er. Das ist er, das ist er, das ist er. Die Powerbank. Gut. Oh, Kabel gibt es auch. Naja, was ist denn klar? Das kostet ja nichts mehr. Oder? Genau, das ist das Werbegeschenk ab einer bestimmten Anzahl. Wie gesagt, das ist jetzt 43 bis 46. Da gab es jetzt die Powerbank. Ich weiß nicht, was es dann als nächstes, was als nächstes irgendwann mal kommt. Keine Ahnung. Genau. Gut. Auf jeden Fall reden wir. Machen wir den Sockel? Nee, den Sockel machen wir danach. Wir reden erstmal über die Teile. Genau. Das sind, wie gesagt, die Tütchen. Pro Tüte, eine Woche pro Tüte. Genau. Und ich sehe schon hier, weil ich ja nun mal schon, da wir ja schon so beim linken Bein fast fertig sind, sehe ich hier, das ist der Fuß vom rechten. Am rechten Bein. Genau, also werden wir bestimmt, denke ich mal, das linke Bein, genau, das sind die beiden Teile für den Fuß. Und ich denke mal, das hier wird der Rest sein ich weiß nicht, ob ihr seht, hier sind die Aufkleber drin, wieder 2 Stück, das heißt, einen Aufkleber brauche ich, weil bei Fan Home ist es richtig geil, es ist immer 1 mehr drin. Wenn man 3 Schrauben, wenn man 2 Schrauben braucht, sind 3 drin. Wenn man einen Aufkleber braucht, sind 2 drin. Hier sind auch 2 drin. Wie gesagt, das ist jetzt die beiden Tüten oder die 4 Tüten. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, die machen das linke Bein fertig. Richtig geil. Ja, und dann ist, wie gesagt, hier ist der Sockel drin. Richtig geil. Gibt keinen oben, gibt keinen unten. Also sind wir mal ganz vorsichtig. Schnappe ich mir wieder meine Jute Spider-Man-Schere. Genau. Ja, als Marvel-Fan hat man nun mal auch eine, oder als Marvel-Junkie, ja, hat man nun mal auch eine Spider-Man-Schere. Ja, eine Iron-Man-Schere habe ich noch nicht gefunden. Aber die war so richtig, richtig, richtig geil. Genau, ihr seht das jetzt auch zum allerersten Mal. Oh, der Sockel. Richtig cool. Ja, das ist der Sockel. Das ist der Sockel vom Iron Man Mark 3 von Home. Auch, ihr seht, auch alles einzeln eingepackt. Das ist das erste Teil. Super klasse. Ich bin echt mega begeistert. Ich bin einfach nur mega begeistert von diesem Teil.
Ey, es wird immer geiler. Also mich hätte es nicht gestört. Mich hätte es nicht gestört. Ich mache mal kurz auf. Ja, mit Elektronikbeleuchtung, das ist ja klar. Mich hätte es nicht gestört, wenn der Sockel schon komplett gewesen wäre. Aber es ist natürlich geiler. Es ist natürlich mega geil, dass dieser Sockel... Und es ist aus Metall. Es ist aus Metall. Ist das geil. Das ist Metall. Das ist echt eine Metall... Mit Plattform. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Das ist pornomäßig geil. Also ehrlich, Fan Home, genial. Also da lohnt sich das, weil es wird immer noch viel diskutiert. Ja, er ist so teuer. Ja, er kostet. Also im Prinzip kostet der, wenn der irgendwann mal fertig ist, vielleicht 1.500 Euro. Hochgerechnet, denke ich mal. Ich habe mir noch nicht. Und mir ist es wert. Das als bestes Beispiel ist wieder ein Grund, dass ich froh, dass ich das weitermache. Das Geld investiere ich gerne. Das wird ein geiles Teil. Das wird echt ein mega geiles Teil und er kriegt echt einen richtig geilen Platz, wo ich dann mega stolz bin. Auf jeden Fall ist das hier Metall. Genau, hier. Ja, genau, den baue ich dann auch noch zusammen. Oh, geil. Oh, geil, ich bin so begeistert. Ja, genau. Vorsichtig, Matze. Genau, vorsichtig, genau. Das ist das. Hier Lichtplattform, hier sind die LEDs, genau. Ich denke mal, hier kommen, ihr seht die Aussparungen. Da kommt, wie gesagt, denke ich mal auch Licht rein. Hier sind bloß zwei, ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie der aus. Ah, das sind die Ringe. Ah, das ist das. Das ist gerade mal das Mittelteil. Ey, wird der groß. Das ist das Mittelteil. Diese Plattform ist gerade mal das Mittelteil. Der Ring drumherum. Der Ring drumherum kommt, der ist ja noch größer. Ja, gut, klar, ist ja klar, der Ironman ist im Wahnsinn. Sockel mit Beleuchtung. Genau, die Beleuchtung kommt dann drumherum. Das sind die Aussparungen für, ich glaube, eins ist für die Stange. Für was das andere ist, weiß ich noch nicht. Eins ist für die Stange. Ein Loch hier ist für die Stange. Für was das andere ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir werden mal sehen. Lass uns mal vielleicht einen Schalter. Vielleicht wird das ein Schalter oder? Ich weiß es noch nicht. Wir werden mal sehen. Warte mal. Wir gucken mal rein. Wenn wir schon mal hier bei sind. Schalterabdeckung, Schalterhalterung. Ja, genau. Schalterabdeckung. Das ist ein Schalter. Knopf. Ah, das ist der Schalter. Also ein einer. Genau. Ein Loch ist für die Stange, die den Ironman hält, und das andere Loch ist für den Schalter. Genau. Da kommt dieser Schalter drauf. Aha. Alles klar. Gut. Dann haben wir das. Und ihr seht auch hier detailliert alles. Super klasse. Ja. Ich kann es immer nur wiederholen. Das ist echt, die haben sich echt Mühe mit der Qualität gegeben. Und darum kostet auch nochmal ein paar Euro mehr, ja? Das ist einfach so. Ja! Jetzt gucken wir mal hier. Jetzt haben wir wieder die guten vier Hefte. Genau, 43 bis 46. Und dann fangen wir mal mit der 43 an. Diesmal heißt es Iron Man, entdecke die Geschichte von Iron Man, die Mighty Avengers. Die Mighty Avengers. Das ist jetzt, glaube ich, nach meiner Comiczeit. Fantastic Four, Big in Japan, Iron Man. Kenne ich gar nicht. Naja, das gibt es auf jeden Fall ein, auch wenn seit der Schöpfung der Fantastischen Führer der Superhelden-Genre bei Marvel vorherrschte, publizierte der Verlag in den 1950er und 16 auch viele Comics rund um Monster. Aha, genau. Big in Japan. Da ging es halt um japanische, genau. Und. Genau, da geht es halt dann ja auch nicht mal so asiatisch. Ah, die Fantastic Four als japanische Version. Genau. Ja, genau, ja. Und die Mark 3, damit der hintere Beinschuss gut bewegt ist, ruhen die Einzelteile auf zwei Scharnieren. Diese Aussage beginnt ja zum Zusammenbau der oberen Platte. Genau. Aha, die Bauanleitung dieser Ausgabe. Aha. Bauanleitung für die Scharnier. Aha, für die Scharnier. Aha, für die Scharniere. Da geht's diesmal darum. Genau, seht ihr? Da geht's darum. Und dann haben wir die Mighty Avengers. Die kenne ich gar nicht, weil das nach meiner Comiczeit ist. Wie gesagt, das muss ich jetzt viel nachholen. Das Mighty wird das offizielle Team. Das Ende des Bürgerkriegs zwischen den Superhelden führte nicht zu einer Wiedervereinigung, die in zwei Lager gespalten führte nicht zu einer Wiedervereinigung, die in zwei Lager gespalten wurde. Die sich dem Gesetz zur Registrierung verweigerten, gingen in den Untergrund. Die übrigen bildeten das legale Team, die Mighty Avengers. Aha, das ist das wohl nach dem Bürgerkrieg, genau. Die offiziellen, da gibt das. Die neue,
Die neue Ultron. Kenne ich gar nicht. Und dann Hulkbuster, das unmögliche Duell. Als Illuminati dem Hulk eine Falle stellt, ihn in den Weltraum deponierten, verzichten sie, dass der Koloss eines Tages zurückkehren würde. Um darauf vorbereitet zu sein, schuf Tony Stark eine neue Version der Hulkbuster-Rüstung. Aha, das ist so. Die Hulkbuster-Rüstung, die seht ihr. Die seht ihr hier auf dem Cover. Genau. Und hinterherum seht ihr die Mighty Avengers 2007, ja. Da habe ich leider keine Comics mehr gelesen. Weil da war ich im Norden. Ja. Da war ich mir halt leider nicht so viel Zeit. Genau. Dann haben wir hier Iron Man, die Geschichte von die Rescue-Rüstung, genau. Und ich sehe, hier geht es darum, Ultimate Iron Man, die Sünden der Vergangenheit. Die Ursprünge des Iron Man aus dem Ultimate-Universum, der in der Reihe des Ultimates von Mark Miller und Brian Hitcher debütierte, wurden später in einer besonderen Mini-Serie präsentiert. Ultimate. Du hast die Rüstung neu erfunden. Ultimate Iron Man. Ultimate, ja, das habe ich auch nicht leider nicht gelesen. Aber naja, das ist hier. Genau. Ein kleiner Iron Man, Howard Stark, Ultimate Iron Man, Volume 1, Heft 3. Das ist das. Genau, die neue Rüstung. Das, ja, das muss ich unbedingt noch nachholen. Und linkes Bein. Diese Ausgabe wird die vordere Panzerung des Beins mit den Platten, die den unteren Teil des Kniegelenks bedecken, vervollständigt. Genau. Also würde ich mal sagen, wir machen jetzt das Kniegelenk fertig. Genau. Das ist das. Ich will mal sagen, Knielänge. Und dann ist eigentlich das linke Bein fast vollständig. Letzter Schritt aus Ausgabe 42 nehmen wir dann, genau. Und dann da bis zum Hüftgelenk. Die Abdeckung des Hüftgelenks wird für den Zusammenbau in einer späteren Ausgabe benötigt. Genau, fertig. Also hier seht ihr, wie das linke Bein dann später aussehen wird. Und mehr wird das denn nicht. Das ist deren Endstation für das linke Bein. Und dann beginnen wir natürlich, seht ihr auch hier, da diese Jutta-Explosionszeichnung. Also dunkelblau habe ich, hellblau fehlt mir noch und farblich ist halt das, was wir aktuell machen. Genau, und dann Secret Invasion, Sturz der Helden. Diese Serie ist richtig fantastisch. Das wird es auch als MCU-Serie geben, Secret Invasion. Das bin ich echt gespannt, wie sie das machen. Da kommt auch Nick Fury zurück. Bin gespannt, wie sie das machen. Secret Invasion, merkt euch das. Diese Serie wird richtig gut. Dann die Rescue-Rüstung von Pepper Potts. Die haben wir ja schon gesehen. Die Rescue-Rüstung im Endgame. Genau, da haben wir ja also schon gesehen. Genau, das sprechen wir hier drüber. Und dann Secret Invasion Heft 1. Das Heft Comic-Serie habe ich mir nachgeholt. Die habe ich schon angefangen zu lesen. Aber ich kenne halt die Details. Geniale Serie. Genau. Das ist 44, dann haben wir 45, die Geschichte mit Bleeding Edge Armor, genau, Bau der Enermark 3 Rüstung. Young Avengers, die Wachablösung. In der Vergangenheit entwickelte Vision ein Notfallprogramm, um eine neue Generation von Superhelden zu getüren, falls die Avengers eines Tages verschwinden sollten. Und dieser Tag kam, genau, die Young Avengers, halt die nächste Generation der Avengers. Das ist auch angekündigt, das ist auch, glaube ich, im Gespräch, Young Avengers. Genau, alle gegen Kang, ja, der Ultimate, ja genau, rechter Stiefel, genau. Nun beginnt der Zusammenbau des rechten Stiefels, der genauso erfolgt wie des linken, der in der Ausgabe 2 montiert wurde. Dies ist der erste Schritt zum Zusammenbau des rechten Beins, genau. Also beginnen wir jetzt mit Phase 45, mit dem rechten Bein, ja, genau, ihr seht, es geht wieder von vorne los, ist ja klar. Zwei Beine, also nochmal, genau. Der Fuß, der war nicht ohne. Also der Fuß, der war nicht ohne. Das war echt ein bisschen tricky, die ganze Elektronik da wieder reinzukriegen. Da habe ich ein bisschen kraus vor, aber naja, von nisch kommt nisch, ja. Da, Wolverine, die Wege von Wolverine, dem Mutanten mit einem Skelett und Krallen aus Adamantium und Iron Man beheben. Iron Man haben sich oft schon aufgekreuzt. Ob sie nun gerade Verbündete oder Feinde sind, ihr unterschiedliches Temperament sorgt immer für Konfrontationen, bei denen die Funken fliegen, genau. Aber wenn sie gegen Eisen. Das finde ich auch gut, dass so eine Sache. Ey, was ein geiles Cover. Weg von mir, du Neandertaler. Hast du eine Ahnung, was diese Rüstung kostet? Iron Man Warhead 4. Was ein Cover, ey. Das, ganz ehrlich, das würde ich mir tätowieren lassen. Na, seht ihr das? Die Wolverine, der Iron Man Helm aufspießt. Geil. Ey, das würde ich mir tätowieren lassen. Blading Age.
H.R. Moore ein Glänzen erhält, um zu verhindern, dass Norman Osborn seine Geheimnisse erfährt, darunter die geheime Identität aller Super, beschließt Tony Stark, die Datenbanken, die diese Informationen enthalten, zu löschen, darunter sein eigenes Gedächtnis. Die Blading Edge Rüstung feiert ihre Premiere in Invisible Iron Man Volume 1 dieser Comic-Reihe. Die Flugstabilisatoren sind zurückziehbar und können eingeklappt werden. Genau. Wahnsinn. Richtig geil. Ja, und dann gibt es das Cover von Young Avengers Volume 1 F3 Juni 2005. Genau. Und es geht natürlich weiter. Bei 56. Phoenix, Killer Armor und wir beenden den rechten Fuß. Genau. Der Geist aus der Flasche. Invisible. Das müsste ich übersetzen wieder. Der Geist aus der Flasche, ein Held, der eliminiert sich durch Feinde. Tony Stark hat wahrlich nicht wenig. In der sechs umfassenden Heim-Miniserie Iron Man Invitable. Das muss ich übersetzen wieder. Das 3D zu schaffen mache. Genau. Inevitable. Sehr komisches Wort, habe ich auch noch nie gehört. Ja, mein Englisch ist auch nicht mehr so gut, wie es mal war. Genau. Muss ich auch mal verbessern. Genau, darum geht es in dieser Hälfte ja. Der Geist aus der Flasche. Ja. Muss ich mal gucken, wie das so. Und dann, wie gesagt, rechter Stiefel. In dieser Ausgabe geht es um den unteren Teil des rechten Stiefels. Ihm gehören auch die Beleuchtungselemente des Antriebs. Die Bauteile in dieser Ausgabe. Genau. Denke mal, wir beenden mit dieser Ausgabe den rechten Stiefel. Ja. Nochmal genau reinhalten. Genau, das machen wir auch. Also der rechte Stiefel. Der Hauptteil des Stiefels ist nun fertig. Der Zusammenbau von der Spitze folgt in den nächsten Ausgaben. Ah, das wird noch nicht, der wird noch nicht fertig. Es geht in den nächsten Ausgaben weiter. Und dann haben wir hier Ungewöhnliches bei Stark schon gewusst. Repulsoren, Schubtriebwerke, Reaktor auf der Brust, Flammenwerfer und Laser, Maschinengewehr. Die Grundelemente der Iron Man Rüstung kennen alle, aber andere Funktionen kommen unerwartet. Zum Beispiel eine tragbare Toilette. Und ein Auto, was sich verwandelt. Weißt du? Ja. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Was es nicht alles gibt, ja. Ja, Tony ist echt schon ein kreativer Mensch. Halt. Tony Stark, da, der hat auch mal, genau, Tony Stark als Sorcerer Supreme, genau. Genau, gibt's auch in der Wort If. Da wurde Tony Stark denn der oberste Zauberer, genau. Dr. Strange ist da nicht mehr, genau. Und dann haben wir hier Phoenix Killer Armor, kosmische Herausforderung. Kein Feind Iron Man ist mächtiger und zerstörerischer als die Phoenix Force. Außergewöhnliche Situationen erfordern entsprechend außergewöhnliche Rüstung. Aber wird dieser der Konfrontation mit seiner so starken kosmischen Kraft gewachsen sein? Genau. Eine Rüstung gegen die Phönixkraft. Wahnsinn. Wahnsinn! Eine Rüstung gegen die. Die Phoenix Killer Armor fliegt in Avengers vs. X-Men F5 nicht einfach, sondern hebt richtig ab. Habe ich auch. Avengers vs. X-Men. Genau. Ja? Wahnsinn. Und wie das ausgesprochen wird, wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Invitable. Invitable? Weißt du? Die alte Wahrheit, genau. Hey! Die Katzen, genau. Carlos! Läuft aber, genau. Das sind die Hefte für die Jetzer. Ich lege jetzt gleich los. Bau alles zusammen, wie ich es hier kann. Bau den Sockel zusammen. Und dann sehen wir mich wieder, dann reden wir noch ein bisschen allgemein und dann gucken wir mal in die Kiste, was nächstes drin ist. Wir können es ja auch schon fast denken, aber wir bleiben dabei. Also bis gleich. Jo, hier bin ich wieder. Tada, ich bin fertig. Ja, wie ihr seht. Ja, und ich muss sagen, es war ein bisschen tricky. Genau, es war ein bisschen tricky. Das seht ihr erstmal hier. Das ist jetzt das Komplette. Linke Bein soweit, hier geht es erstmal nicht weiter. Ich hätte mich wundert mich ein bisschen. Hier oben hatte ich erst gedacht, es geht weiter, aber ich denke mal, das kommt dann erst mit der Hüfte verbunden. Wie gesagt, ja, das ist jetzt das Teil, wo es jetzt erstmal, wie gesagt, nicht weitergeht, weil, ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt, wie gesagt, gedacht, das ist da oben. Aber naja, ist halt wie es ist. Ja, genau. Ich habe jetzt genau das Kniegelenk fertig gemacht. Das eine goldene Teil, das war richtig tricky, da ging der Stift nicht so richtig rein. Ich habe den abgeschnitten mit Klebestoff.
wie das mit Klitzstoff eingerastet und naja, es wird dann sowieso nie wieder auseinandergebaut. Das ist das, was man sagen kann, aber sonst ging es richtig gut. Genau, das ist das, also das Kniegelenk, das Teil habe ich jetzt nur fertig gemacht. Ja, das war ja das eigentlich so im Prinzip, war es ganz einfach. Und das ist das Teil, ja, das hier hinten. Hier hinten ist noch nicht viel passiert. Ich habe zwar die Klappe, genau, die kommt später mal hier drauf. Genau, aber das ist halt in den Bauanleitungen noch nicht. Hier habe ich dran geschraubt. Seht ihr mal hier? Genau, das habe ich noch. Das hier Lenk nur dran geschraubt. Die kommt dann irgendwann hier dran. Hier rein. Aber steht halt noch nicht in der Aufbauanleitung. Also bleibt das noch. Genau, wie genau die Abdeckung für die Hüfte. Genau, das ist das halt. Weiter ging es noch nicht. Genau, und dann haben wir jetzt, wie gesagt, den untersten Fuß an die Fahrt. Sprunggelenk verbunden, festgeschraubt und halt Repulsorantrieb und am Fuß die Beleuchtung, Batteriefach eingesetzt, genau, Elektronik zurechtgebogen, angepasst, genau, das ist das, ja, also das ist das, was wir jetzt gemacht haben, mehr passiert hier nicht, hier habe ich die Batteriefachabdeckung, mehr ist halt hier nicht dran, genau, das waren jetzt die Phasen und, ja, das ist jetzt, wie gesagt, die Plattform. Genau, ich halte es jetzt mal hoch, genau. Und das ist, wie gesagt, nur der Innenring. Nur der Innenring, weil, ich sehe mal richtig hier, genau, ihr seht, die Beleuchtung ist auf dem Außenring. Und das ist nur der Innenring. Und hier habe ich nur den, ich drehe mich mal um, den Schalter angebracht. Ja, hört das? Genau, den angebracht. Und die Platine, wo halt die Beleuchtung dann verbunden wird. Ja, genau. Das denke ich mal. Und das geht dann halt, denke ich mal, in der nächsten Weise jetzt weiter. Das wird jetzt paralleler, würde ich mal sagen. Ich denke mal immer, Ausgabe. Aber dann müsste ja eigentlich die Kiste größer sein. Oder die machen das in zwischenzeitlich. Das werden wir gleich sehen, wie gesagt. Und das komplette Teil ist halt noch aus Metall. Ja, das ist richtig genial. Kommt dann, wie gesagt, die Stange hoch. Zeig's nochmal. Und dann hält ja der Typ. Ha, der gute Iron Man, genau. Das ist das. Richtig geil. Ich denke mal, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, der Rest ist aus Kunststoff, dieser Außenring mit der Beleuchtung. Und das ist halt hier ganz gutes, schweres Metall. Ja, das ist das. Wahnsinn, oder was sagt ihr? Super klasse, ich bin begeistert. Ja, genau. Ja, das ist jetzt das, was wir jetzt gemacht haben. Jetzt gucken wir gleich mal, wie gesagt, wo noch ein bisschen Werbung. Ja, Fanhome. Fanhome, komm. Fanhome, komm. Genau, da müsst ihr gucken, wenn er wissen wollt, was Fanhome noch hat, außer den Iron Man. Da müsst ihr halt auf Fanhome gehen. So, und was haben wir hier? Ja, genau, hier bestätigt sich das, was ich gesagt habe. Es geht hier weiter. Parallel läuft das jetzt so. Also jetzt haben wir parallel, machen wir den Iron Man weiter und wir bauen den Sockel zusammen. Denn ich sehe hier auf der Liste schon, genau da, das ist das Mittelteil, genau das kommt drauf. Das sieht man auch in der Anleitung. Base Cover Screw, genau, das ist das halt. Das ist jetzt immer wieder. Da wird sich jetzt darum auch insgesamt ab sofort 5 Hefte. Ja. Inhalt von hier. Es geht halt, das ist dann halt Faser 47 bis 50. Ja, das gibt es dann halt beim nächsten Mal, wenn das neue Paket kommt, das Nachfolgemodell von hier. Und dann geht es halt hiermit weiter. Ja, ich bin dann immer wieder fertig. So schnell geht die Zeit rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir, warum es euch gefallen hat. Würde mich mal interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wäre cool. Wenn ihr mehr sehen wollt von mir und dem Iron Man, abonniert mich. Und ja, es gibt noch genug Videos, was ich machen werde. Es liegt noch genug Material auf. Und für die Zukunft ist irgendwie noch Langzeitprojekte wieso noch in Vorbereitung. Das beginne ich dann nächstes Jahr. Also hier ist immer was los. Ja, wird also nicht langweilig. Tut mir leid, gibt's nicht. Genau, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, genießt den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Tschüss und schönen Start in die neue Woche, euer Elektro-Wollmeister. Macht's gut, tschüss.